Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer neuen Folge Injustice 2. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wie immer natürlich auch an dieser Stelle Dankeschön für euren fetten Support bei diesem Projekt. Gerne weiter supporten, wenn ihr Bock habt. Wir sind jetzt hier unterwegs mit Blue Beetle gegen Black Adam. Ich gucke mir ganz kurz hier mal ein bisschen so die Aktionsliste an. Mal gucken. Ja, schauen wir mal, was so geht. Alles klar, fängt da super an. Alles klar, alles klar. Alles klar, alles klar. Okay. Gefällt dir das? Ist schon besser, oder? Bam, Junge, gleich nochmal hinterher. Okay, Black Adam. Black Adam ist an sich eigentlich auch ziemlich krass. Wenn ich jetzt keine komplette Scheiße labere, dann müsste er eigentlich auch, genauso wie Shazam, ungefähr auf Superman-Level sein. Oder ähnlich, ja, doch, ähnlich. So, das war ganz geil eigentlich. Warte mal, was haben wir denn noch? Energiekanone, Klingenstich, Schildschlag. Das war der Schild. Oh nein! Okay, so die erste Leiste prügeln wir dem jetzt erstmal weg und dann machen wir den Ulti. Oh nein, 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 nein. Ja, geblockt, locker flockig. Oder doch nicht? Doch geblockt. Lappen, ey. Geh weg, Black Adam. Ich habe Hiebe und Humor. Ja! Nicht schlecht, hm? Du triffst ja gar nicht. Na, schmeckt dir das? Aufstehen bitte hier. Wann stirbst du endlich? Gar nicht. Ich kümmere mich gleich drum. Ich will gar nichts aus, da behalte ich meinen Balken lieber. Ich will mal. Ah, Mann, ey, ich will mal. Glaubt nicht, dass ich das nicht versuche, wa? Aber ich versuch's sie. Ich versuch's tatsächlich die ganze Zeit, die Leute auch hier und da mal aus der scheiß Arena zu boxen. Das geht natürlich auch wieder. Aber das muss ein fetter Schlag sein. Du bist so mies, wie Batman sagte. Ein echtes Kompliment. Verzieh dich! Alter, das ist Bats! Der geile, gute, alte Vielleicht habe ich ja Coinschwinger. wirklich drauf. Kehren wir zurück und verriegeln Supermans Zelle. Die Standards meines alten Herrn sind gesunken. Ihr Frischlinge versucht verzweifelt, Batman zu beeindrucken. Wieso? Er ist schwach. Wenn dein Papa schwach ist, was bist denn du? Ich komme nach meiner Mutter. Professor Stein will dem kleinen Ödipus Respekt gegenüber Älteren beibringen. Ödipus. Ich wette, du dachtest immer, du wärst klüger als deine Lehrer. Dachte ich, wäre klüger, Heißsporn? Nein, ich wusste es. Ach, komm halt dein Maul einfach. Ich schlag dich jetzt richtig super. Wow, oh, shit. Das war ganz geil. Fusionsstoß, Energieschild. Geschmolzene Falle, Fusionsangriff, atomarer Stoß. Was? Okay, alles klar. Das. Das. Oh, Scheiße. Oh, hoho. Ach, Mist, ey. Nein. Nein. Mensch, Nightwing, ey. Das ist doch sein. Yay! Geil, Mann. Jetzt bin ich gespannt. Block es nicht, bitte block es nicht. Okay, okay. Das war auch ziemlich geil. Okay, reicht jetzt. Dieser Move.
Jawohl. Lappen. Absoluter Lappen, der Kleine. Der Unterricht ist vorbei. Wonder Woman ist draußen. Sie beschäftigt den Rest der Wachen. Wenn sie es nicht war, wer hat dich rausgelassen? Das war ich. Kara? Noch ein Kryptonier? Erkennst du mich, Kel? Meine Eltern haben dein Bild auf meinem Schiff gespeichert. Du bist meine Beschützerin. Sorry, dass ich ein paar Jahre zu spät bin. Du und ich haben Krypton gleichzeitig verlassen, aber die Explosion hat mein Schiff vom Kurs abgebracht. Sehr weit abgebracht. Du bist keinen Tag gealtert. Hyperschlaf. Während du aufgewachsen bist, lag ich auf Eis. Ich dachte, ich sehe meine Familie nie wieder. Jemanden mit meinen Augen, meinem Blut. Du kanntest meine Eltern. Sie haben dich so sehr geliebt. Diana braucht Hilfe. Cyborg, wie lang noch? Gib mir 5 Minuten, dann wird's dunkel. Ich lasse dich nicht allein. Ich werde hier sein. Echesta sobre tu nivel! Sie ist keine Nummer zu groß. Was ist bloß mit dir passiert? Kryptonier sind passiert. Komm schon, Batman zählt auf uns. Eins muss ich paar Mal lassen. Die Kryptographie seiner Leute ist top. Ich werde sie trotzdem knacken. Victor, hinter dir! Schmelzpunkt, Cyborg. Sonne-Generatoren! Wir müssen diese Konsole reaktivieren, bevor Superman sich auflädt. Die Dilettantenstunde ist vorbei. Nehmen wir Blue Beetle nochmal. Ich glaube, ich schaff das. Nette Armkanone. Hab auch eine. Genug gespielt, Junge. Weißt du, wie man sie einsetzt? Genau deswegen haben sie den jetzt gewählt. Die haben schon ein paar Ähnlichkeiten, finde ich. Mann, ey! Ach, Mann, was mach ich denn da? Wow! Gar nicht gecheckt, dass er da irgendwas abgelegt hat. Nein, hör doch auf, hör doch auf. Bitte, hör doch auf. Was zur Hölle ist hier los? Was mach ich da, ey? Absolute Billig-Moves hier schon wieder. Whee! Komm, lass ein bisschen durch die Gegend springen hier. Nein. So, jetzt. Alles klar. Diese Belohnungen sind ja eigentlich alles vom Aussehen her Motherboxen. Womit ja auch Cyborg zum Beispiel in Justice League irgendwie gezeigt wurde. Beziehungsweise in Batman vs. Superman hat man ja diesen kleinen Ausschnitt gesehen. Wo er sein Vater da diese, so eine Motherbox benutzt hat für ihn. Das ist lustig, weil unten wieder das Signal ist. Signalsymbol, meine ich. Komm, ein bisschen noch. Oh, fuck. Ja. War ganz geil, Boy. Steh auf. Das war's. Tipps brauchst?
sag Bescheid. Brainiac ist zu mächtig für Batman. Ich bin eure einzige Chance. Es ist ja so, Superman. Batman hat uns um Hilfe gebeten. Er hat uns nicht eingezogen, einen Treueeid schwören lassen oder gar mit dem Gefängnis gedroht. Er wird nicht weit genug gehen. Und deswegen wird er versagen. Bleib weg von ihm! Kryptonia, hä? Der Professor weiß, was mit euch zu tun. Kryptonit! Genauso schlimm wie Wonder Woman und Black Adam sagt. Gib auf, dann hört es auf. Kryptonia, geben niemals auf! Oh, Scheiße, Mann. Wir befreien Kal-El, ob du willst oder nicht. Beenden wir es. Normalerweise verletze ich Leute ungern, aber nach dieser Kryptonit-Nummer, dafür wirst du leiden. Also, Supergirl sieht schon echt nice aus hier, oder? Boys, was meint ihr? Die sieht schon nicht schlecht gemacht aus, ja. Aber trotzdem muss ich hier den Arsch versohlen, aber nicht auf die geile Weise. Hör drauf! Alles klar. Alles klar, oder sie verkloppt mich. Alter, boah, boah. Okay, alles klar, ich gebe auf. Nein, doch nicht. Boah. Ich freue mich schon so sehr auf Superman mit dem zu zocken. Oder halt mit ihr, weil die scheint auch ganz coole Moves drauf zu haben. Ne? Alles klar. Sie hat mich zerstört. Okay. Boah, habt ihr gesehen? Richtiger, schöner linker Haken, voll auf die rechte Brust. Was sollen eigentlich diese Soundaussetzer im Spiel immer? Das regt mich ja richtig bei den Cutscenes zum Beispiel auf. Das sitzt, ja. Der Ulti sieht eigentlich auch ganz nice aus, finde ich. Was? Nein. Hat dich an beiden Enden angezündet. Uns wird gerade erst warm. Ja, brauche ich gar nichts einsetzen. Das gewinnt die eh das Duell. Ich setze nichts ein. 25%. 25% direkt. Oh, fuck. Oh, scheiße. Jawohl. Hätte sich ergeben sollen. Wo ist Wonder Woman? Weg vom Fenster. Die werden wir eine Weile nicht mehr sehen. Hätte sich ergeben sollen. Wei, du hast dein Kryptonia erledigt. Ihr habt tapfer gekämpft. Aber der Kampf ist vorbei. Bitte, was soll ich jetzt tun? Professor, das ist verrückt. Vielleicht können wir es kontrollieren, aber... Sie haben recht. Wir haben keine andere Option. Verschwinde von hier, Jaime! Jesus Christo, Jason! Jagst du uns hoch? Das ist der einzige Weg. Jetzt geh! Verschwindet, und zwar alle! Sonst holt ihr euch deutlich mehr als einen Sonnenbrand. Du würdest eher Metropolis sprengen, als Superman gehen zu lassen? Ich bin die Erde. Firestorm!
Wer bist du? Supermans fürsorgliche Cousine. Du hast so viele Geheimnisse, aber dass etwas vor dir geheim gehalten wird, hältst du nicht aus. Nicht wahr? Du kannst Brainiac nicht besiegen, Bruce. Du hast recht, Diana. Das kann ich nicht. Du bist also bereit, Brainiac um jeden Preis aufzuhalten? Mit allen Mitteln. Was hast du vor? Du bist immer drei Schritte voraus. Die Welt zu retten reicht erst einmal. Ich kehre niemals zurück in diese Zelle. Darauf kommen wir später zurück. Im Moment braucht die Welt uns. Brainiac? Es gab ein paar überraschende Entwicklungen. Kal-El ist frei. Was noch bemerkenswerter ist, er ist nicht der letzte Kryptonier. Es gibt noch eine Flüchtige. Zwei Kryptonier? Wir machen weiter. Kal hat noch nicht seine volle Kraft erreicht. Aber vergiss nicht, die Kryptonier gehören mir. Dank Flashs Aufklärung haben wir den Standort jedes Schiffs aus Brainiacs Flotte. Sie holen sich die Großstädte aller Kontinente. Sie fangen in den Randbezirken der Städte an. Dann arbeiten sie sich langsam in die Innenstädte vor. Etwas Privatsphäre. Hör zu, Batman. Das mit dem Gefängnis. Wir... Das war leichtsinnig. Zieh nie wieder so eine Nummer ab. Mach es mit einer weiteren Mission wieder gut. Diskret. Wir müssen diese Städte evakuieren, bevor wir die Flotte angreifen. Aber zuerst muss die Funkverbindung wiederhergestellt werden. Bevor es losgeht, repariert Cyborg Brother Eye. Ich bin nicht der Bat-Tech-Support. Das ist nicht das Problem, Vic. Wieso hast du den behalten? Was denn?
Hier entlang. Pheromone. Harley, geht's dir gut? Süße, süße Harley. Dieses Mal bist du ein gutes Mädchen für Mama. Hey, Kinder, spielen wir eine Runde Ene, Mene, Morden. Unterschätze sie nicht. Ich nehm dich auseinander, Roboter. Okay, Clown-Prinzessin. Jetzt wird's ernst. Ja, Leute. Neues Kapitel. Ihr wisst, wie es läuft. Bin ich der Einzige, der bei dieser Cutscene zwischen Batman und Superman so ein bisschen, nicht Gänsehaut, aber so richtig so geil, Mann. Geil, was da abgeht. Ja, macht schon echt Laune. Ich meine, man muss natürlich sagen, bei so unfassbar vielen Charakteren kann man jetzt irgendwie nicht so die heftigste, tiefgründige Story der einzelnen Personen machen, weil die sich anscheinend auch nicht so viel Zeit nehmen. Ich meine, wenn du jetzt pro Charakter 20 Minuten hast und es sind 3-4 Kämpfe und zwischendurch hast du ein paar Cutscenes, ist es halt ein bisschen wenig, um das ein bisschen ausführlicher zu erzählen, finde ich persönlich schade. Ja, hätte ruhig ein bisschen mehr Zeit nehmen können pro Charakter. Hätte ich gar nichts dagegen gehabt. Aber es sah schon ganz geil aus, gerade so, wo er die Plane von dem Tisch gezogen hat. Das war schon ganz geil. Und das Kostüm und allgemein die Kleidungen und von den ganzen Leuten, auch von Superman jetzt wieder, es sieht alles saugeil aus. Also das ganze Charakterdesign ist saugeil, außer Joker. Das ist der schlechteste Joker, den ich je gesehen habe. Der sieht so scheiße aus einfach. Aber alles andere gefällt mir sehr, sehr gut. Naja, gut. Ich hoffe, euch gefallen die Videos auch sehr, sehr gut. Wenn ja, ihr wisst, gerne ein bisschen unterstützen, wenn ihr möchtet. Aber auf jeden Fall beim nächsten Mal einschalten. Haut rein. Und warum rede ich überhaupt so? Tschüss. Danke fürs Zusehen.